Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Shakes and Fidget Video. Wir haben heute Samstag, den 31. Juli 2021. Das wollte ich schon ewig mal wieder sagen. Und ja, wir haben Erfahrungspunkte-Event. Mit unter noch ein paar anderen Kleinigkeiten. Das ist ja neu. Relativ neu, ja, beruhigt euch. Für mich ist das neu. Ja, ich habe mir das mal durchgelesen, was sich da so verändert hat und so. Das hatte ich ja nicht mehr mitbekommen alles. Ja, die doppelte Erfahrung bei Abenteuern war klar. Bei Daily Quests, das ist so, juckt mich nicht. Wen juckt Daily Quests? Keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei. Arena-Kämpfe, doppelte EP. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Bei Abholung, zweimal XP von der Akademie. Das halte ich für ziemlich geil. Da kommt auf jeden Fall einiges bei rum. Was auch noch cool ist bei Glücksrad. Natürlich, wenn man nur Pilz hat, dann kann man da drehen und dann lohnt sich das natürlich auch mehr. Pet, Luchter Blong kann während des Events gefunden werden. Wie die Leute, die es nicht wissen, ich bin nicht Pet fixiert, okay? Ich habe gestern, glaube ich, im Gildenchat gelesen, irgendwas von, ich habe die ganze Nacht alle möglichen Pets gesammelt, die man nachts kriegen kann. Ja, und ja, so bin ich nicht drauf. Wenn sich die Pets hier füllen, irgendwann, in irgendeinem Moment, dann ist das so. Außer Silvester zum Beispiel. Wenn ich dran denke, wenn ich drauf achte oder so, dann gönne ich mir zum Beispiel das Silvester-Pet. Und ansonsten so Sachen wie, ja gut, tagsüber im Winter bei Scarpa. Das ist mir alles zu, ne? Ich habe nicht die Zeit, da mich da durchzufuchsen. Ich spiele ganz normal meine Alu und nach 3 Jahren, dann habe ich die Pets dann auch irgendwann voll. Ja, ich bin Stufe 143. Okay, was war das jetzt? Stufe 143, gestern war ich noch 130 oder so. Und habe dann auch zur Pilzaktion mir ein paar Pilze gegönnt, um genau zu sein. Habe ich 2x für 100 aufgeladen. Hatte dann dementsprechend 7200 Pilze. Da sind schon knapp über 1000 Pilze weg. Was eigentlich sehr hart ist. Wenn ich das jetzt hochrechne, sind die Pilze in einer Woche wieder weg. Natürlich, ich komme ja jetzt erstmal nicht weiter, weil ich habe da gewisse Dungeon-Gegner besiegt. Da können wir mal gleich reingucken, ob da noch irgendwas über ist oder so. Ach, die habe ich markiert gehabt, stimmt ja. Das waren noch die alten. Werden die denn noch angezeigt? Die werden noch angezeigt vom 24. Ja, man sieht hier schon Schattenwelt, ja? Die habe ich ja auch bekommen. Da habe ich dann ein bisschen durchgeballert. Gehen wir mal in die Dungeons. Den Turm habe ich freischalten können. Etage 1. Die Schwarzschädelfestung bin ich derzeit bei dem Menschenfresser. Der Zirkus ist auch schon offen. Wenn wir zur Schattenwelt gehen, hier immer noch 1 von 10, ist klar. Der Wirbelwindsturm, den habe ich jetzt bis zum 49. Gegner soweit gereinigt. Ich komme da auch nicht weiter. Und ja, ich habe da ein paar Pilzchen zu viel ausgegeben. Ich werde das definitiv jetzt erstmal lassen. Hier, ich werde es nochmal in ein paar Leveln versuchen oder so. Oder wenn ich einfach eine bessere Waffe finde. Und genau. Also dungeon-technisch sieht das eben momentan so bei mir aus. Das heißt, ich habe offscreen natürlich den Frostbluttempel, den Magmastrom. Den ganzen anderen Schrott hier habe ich alles gecleant. Pyramide des Wahnsinns. Genau. Für das Video würde ich natürlich einen kostenlosen
Testversuch machen. Nur ich denke, mein aktuelles Problem ist halt, dass mir Ausdauer fehlt. Ich habe viel zu viel Stärke. Und gegen Geschickgegner ist dann doch mehr Ausdauer eigentlich sinnvoller. Auch wenn man schon merkt, dass ich ordentlich Schaden mache, wenn ich mal treffe. Genau. So, wie sieht's denn hier aus im Chat? Hanrizzle schreibt auch. Also, Hanrizzle, bin ich echt überrascht. Grüße gehen übrigens raus. Dass der gute Basti hier so viel schreibt. Das bin ich gar nicht gewöhnt. Okay. Ja, dann schreibe ich mal. Hallo Leute, ihr seid im Video. Bitte einmal eskalieren. Gut, da gucken wir gleich nochmal rein. Ja, wir schauen mal jetzt mal ein bisschen über mein Equip. Da habe ich immer noch ein paar epische Gegenstände. Drei Attribute, 167 der Helm und 173 die Handschuhe. Die habe ich letztens im Laden gefunden, habe ich gleich rausgekauft. Die ist schon ein bisschen schwächer, aber ich sag mal vom Schaden her geht die noch gerade so. Und genau, Schild auf Stärke 277, das Extra auf 264, 272, 291, da ist der Gürtel dann doch das beste Item hier, würde ich sagen, so von den normalen Items. Ja, das könnte man auch noch ausbessern. Ja, muss ich jetzt schauen, 275. Und 268. Also das wären so zwei Gegenstände, der Brustpanzer, die Rüstung und der Anhänger wären ebenso zwei Gegenstände, die man dann doch schon erblättern könnte. So, Arkane Splitter habe ich auch benutzen und ich habe auch ein paar Edelsteine geskippt, um hier mir so ein paar reinzubuttern. Die sind übrigens schon mittlerweile ziemlich gut. 175 kann ich schon erreichen. Vielleicht sogar mittlerweile schon ein bisschen höher. Ja, aufgrund der Tatsache, dass ich die drei Begleiter habe, habe ich auch hier und da mal so einen Pilz springen lassen und Ausrüstung für meine Begleiter hinzugefügt. Eine alte Waffe von mir, ich glaube, die hatte ich im alten Video noch. Die habe ich meinem Krieger gegeben. Alle Attribute-Handschuhe, die hatte ich auch gehabt. Und es ist jetzt nicht so das Beste natürlich. Das ist auch wirklich sehr viel Arbeit, sich da reinzufuchsen und sich die Zeit zu nehmen, da die passenden Gegenstände ja, zu besorgen. Deswegen, ich mache das ganze Jahr und unter der Woche immer nur am Handy. Und ich bin jetzt halt, weil ich mal frei habe, weil ich mal nicht arbeiten muss. Meine Freundin arbeitet, habe ich es endlich mal an Laptop geschafft, deswegen kommt wieder ein Video, ganz klar. Ja, man kann da echt noch sehr viel rausholen, auch wirklich ins Detail gehen. Aber ja, das kommt dann mit der Zeit, muss ich schauen. Ich habe erstmal volle Ausrüstung gemacht und ein paar Edelsteine, die ich halt für mich nicht so verwenden kann, habe ich hier reingepfeffert. Und dann mal probiert, wie es denn aussieht im Turm. Und ich habe gedacht, dass vielleicht irgendwie aufgrund der ganzen Ausrüstung wenigstens der allererste Gegner fällt. Aber, nein. Das geht anscheinend doch nicht. Ich krieg den maximal bis zur Hälfte. Ah. Wie gesagt, maximal. Der ist aber auch Stufe 200. Der hat einfach massig Leben. Und das ist so das Hauptproblem. Irgendwie war mir das klar, dass er der Erste ist, der am Eskalieren ist. Ja. Also Leute, wenn ihr dieses Video seht und ihr habt mich noch nicht abonniert, dann abonniert mich. Nicht, weil ich es will, sondern weil... Prezox sagt es. So, wer ist denn überhaupt online?
Ramster, Hades, okay. Azeas. Ja, viele sind's nicht. Super Telper. Ja, wenn ich schon hier bin, ausbautechnisch, habe ich mein eigenes Skill jeweils auf 13, 13. Wir sind so auf Maximum derzeit, ja. Das heißt, hier muss jetzt niemand mehr Gold reinspenden oder so und Pilze zahlen. Also wir haben quasi das Maximale ausgebaut. Das heißt, die Raids werden ja den Rest regeln und mal gucken, ja, wie weit wir so kommen. Wir sind momentan im Drachenbau 23 von 150. Ja, ist schon so ein Stück auf jeden Fall. Und ja. Super Tepper. Ach ja, gut. Okay. Ich schaue jetzt mal. Ich habe ja immer gesagt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich möchte von der Liste immer so der. Also von oben, von dem letzten Offizier, möchte ich der siebte sein. Ja, also mindestens der siebte. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obwohl ich jetzt aufgeholt habe um 11, 12 Stufen, habe ich meine siebte Position immer noch nicht drin. Scheiße. Naja, egal. Es wird auf jeden Fall krass werden, denn ab Stufe 200, da werde ich mich dann richtig drauf freuen. Ich werde doppeltes Epic Event spielen. Auch natürlich wieder zum Event aufladen. Können wir mal hingucken. Genau. Eben wenn die Angebote wieder sind, 20% mehr Pilze. So. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt habt ihr mein Equip gesehen. Ihr habt eigentlich so alles jetzt, fast alles gesehen. Bei den Sachen, bei denen ich auf dem aktuellsten Stand bin. Arena Manager. So, mal 1. Mal 100 Maximum. Boom, boom. Okay. Ich habe mir etwas vorgenommen. Mir ist auch ganz egal, wie schnell ich vorankomme, wie gut mein Equip ist, was auch immer, ist mir egal. Der Arena Manager frisst Unmengen an Pilzen und mir ist das sowas von kackegal, ob ich dann irgendwann kaum einen Bonus auf Gold krieg, auf Erfahrung, durch die Runen, ja, das ist mir viel zu pilzintensiv. Das mache ich nicht. Ja, man levelt auch so und wenn ich was hasse, dann ist es der Arena Manager. Ich habe schon in den Livestreams von Dortza habe ich schon geschrieben, Player Games kann den Arena Manager ruhig entlassen, den braucht niemand. Und ja, eigentlich ist es Fakt, den braucht niemand. Es ist einfach ein blödes Cookie-Clicker-Spiel. Ja, wer kennt Cookie-Clicker von euch noch? Schreibt es mal in die Kommentare. Es juckt einfach niemanden. Oder mich juckt zumindest nicht. Ja, es ist, ich spiele es am Handy. Ich klicke da irgendwas an, damit ich dann irgendwann mal irgendwas bekomme. Ja, so ein paar Prozente. Aber sonst eigentlich Wayne. Genau. Jetzt habe ich eigentlich alles drumherum besprochen. Und die Alu noch gar nicht angefangen. Deswegen. Ja. Deswegen werde ich mit euch zusammen die Alu spielen. So, ich denke mal, das meiste, was ich kriegen kann an Erfahrungspunkte, sind so, ja, 800.000, denke ich mal, könnte ich erreichen. Und durch die roten Quests kann das durchaus mal über 1 Million sein. Vielleicht sogar mehr, über 1,5 Millionen. Da hatte ich bis jetzt noch nichts gehabt.
So, ich weiß nicht. Ich guck mal. Kann man das irgendwie ausstellen, dass die reden? Die nerven mich nämlich. Sprachausgabe. Blom. So. Alter Schwede. was machen wir? Machen wir hier 500.000. Ich muss mal selber gucken, wie viel. Ach ja, 956. Boah. Die gehen mir auch nicht leer. Ne? Also. Ich weiß nicht, aber. Was ich gut finde, dass es jetzt diese 100er-Pakete gibt. Voll geil. Ich hab einfach 4, 5 Mal rausgekauft oder so. Voll nice. Also seitdem es Sanduhren gibt, ich muss echt sagen, Sanduhren eines der besten Features überhaupt in dem Spiel. Gerade weil du dann halt so viel skippen kannst. Ja, man sieht hier, Tränke habe ich mir auch noch ein paar gegönnt. Jetzt nicht so viel, weil ich dafür halt auch nochmal blättern musste. Mein SA ist auf 68,55%. Ja, ich weiß nicht, ich könnte mal später dann auf 70% pushen. Und ja, so, Alu wird weitergespielt. Und da gibt es noch ein kleines Thema, was ich mit euch ansprechen wollte. So, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen länger her. Eine Woche oder so. Ich bin jetzt nicht unbedingt der, der irgendwelche besonderen Themen anspricht in Videos, aber um da ein bisschen Gesprächsstoff mit hineinzubringen, habe ich mir halt gedacht, ich mache das jetzt mal. Es geht nämlich um den guten Dortzer, der hat ja, mit Playa Games so eine Partnerschaft jetzt. Und der kriegt Pilze gesponsert. Und was da teilweise abgegangen ist, ist eigentlich sehr offensichtlich gewesen, dass es immer welche Leute gibt, die es halt einem nicht gönnen. Oder andererseits es halt einfach auch schade finden. Aber ich denke mal, dass die Leute dann den Sinn dahinter eigentlich nicht so verstanden haben. Man muss sich immer vor Augen führen, dass es YouTuber gibt, die noch nie was mit Shakes & Fidget zu tun hatten. Die einfach mit ins Boot geholt wurden. Ja, die wurden angeheuert von Player und das ist ja auch okay, ja. Werbung machen und das ist ja alles im Rahmen und so weiter. Nur dann gibt es halt eben die Leute. Level up. Die halt das Ganze von sich aus machen, freiwillig und die auch wirklich aktiver Shakes & Fidget Videos bringen und schon lange dabei sind. Und Dortza ist halt auch ein sehr sympathischer Kerl. Sehr korrekt. Ja, er hat eine sehr gesunde wie sagt man? Ansichtssache? An die Ansichtsweise? Ja, ihr wisst, was ich sagen will. Oh, warte, da war ein bisschen zu viel Zeit. Ja, und genau, also ich habe ja Dortza verfolgt seit Anbeginn seiner ja, Karriere, sage ich jetzt mal. Da hatte der, boah, wie viele Abonnenten hatte der gehabt? 200? Wo ich da drauf gekommen bin. Also, wo er angefangen hat mit Livestreams. Zerlegen, ja. Da habe ich ihn dann auch kennengelernt so und ich fand seine Livestreams immer sehr unterhaltsam. Und ihr müsst euch halt überlegen, so mal im Klaren sein, dass ich, was Livestreams betrifft, sehr ungeduldig bin. Es gibt so gut wie keine Livestreams, die ich dauerhaft schauen kann, weil ich immer irgendwie ungeduldig werde und vielleicht nicht gechillt genug bin oder ich will, dass immer irgendwas passiert, sozusagen. Und nur Dortzer ist der Einzige, der hat es halt irgendwie geschafft, mit seiner Art mich zu fesseln. Ja, also er hat die Interesse so geweckt bei mir. Nicht nur, welche Charaktere er spielt, sondern er auch so aus persönlicher Sicht. Er unterhält gut, er ist chillig und alles. Genau, und er hat das eben schon lange Zeit gemacht. Deswegen sind auch wirklich so viele Leute gekommen, weil Dortze halt einfach alles richtig gemacht hat. Er ist sympathisch, er hat was zu zeigen, er hat gute Ideen, er kann Videos gut umsetzen und er war immer aktiv. Und das ist so das Ding.
Wo ich mir auch bei Terra dachte damals, ich weiß, dass Terra, der kann groß rauskommen in Shakes and Fidget. Nur ein gewisses Etwas hat halt noch gefehlt und genau das hat Dorza. Nicht, dass Terra unsympathisch ist oder, oh Gott, das will ich nicht sagen. Aber Dorza hat nochmal was anderes. Und ja, er hat es genau auf den Punkt gebracht. Er hat genau das, was mit Anführungszeichen der Shakes and Fidget Let's Player, was diese Person ausmacht. So. Gorgos tut wieder Hardcore Arschkriechen. Ich merke schon wieder. Nee, aber deswegen hate den armen Jungen nicht. Der Typ ist voll korrekt. Er hat es verdient. Und wie er gesagt hat, er bietet euch immer irgendetwas, zeigt euch etwas, wie er Dungeons legt und. Oh! 1 Million! Nice! Ja, und auch eben die Leute, die gerade speziell auf die Charts von Dorza schauen, die nehmen dann natürlich halt viel mit und so. Ich bin eher weniger jemand, der sich in die Charaktere anderer so hineinfühlt und sagen kann, so, boah, ey, wenn der jetzt Level-Ups macht und so und stärker wird und so, ja, dann fahre ich das Hardcore. Ich freue mich für ihn, aber er sagt ja auch immer, er möchte die Leute nicht dazu animieren, so viel Pilz auszugeben. Und einerseits, ja, es bringt was. Andererseits, jeder hat halt seinen eigenen Avatar, also nicht Avatar, seinen eigenen Charakter und möchte mit seinem eigenen Charakter auch stark werden. Ja, also was er da quasi sagt, mit er übernimmt quasi das Ballern für uns, das stimmt nur zur Hälfte. Diese Lust, selber zu ballern, die ist immer da. Ja, aber ja, das wollte ich mal gesagt haben. Ist aber nicht das Problem. Ja, Dorza sagt immer, also er rät die Leute immer davon ab. Klar, jetzt auch, wo er Pilze gesponsert bekommt. Jeder muss das doch selber wissen, aber man sollte halt einen, ja, wie nenne ich das jetzt? Pilze-Ausgabe-Bewusstsein entwickeln. Ja, so irgendwie. Warte mal, wie viel Gold war das? Ach so. Für 2 Minuten? Ich weiß nicht. Ja, machen wir einfach mal, egal. So. Genau. Also Dorza hat es 100% verdient, dass er dort ist, wo er jetzt ist. Und das feiere ich. So, das andere, was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, über Han Rizel, der hat ja jetzt die Möglichkeit, seinen Abonnenten anzubieten, dass die bei ihm so eine Art Abo einlösen. Wie hieß denn das gleich nochmal? Nicht Abo. Mitglied. Aber man kann da irgendwie Mitglied werden bei ihm oder so. Und da bekommt man dann irgendwie was dafür. Hanrizzle ist auch jemand, der hätte es eigentlich auch verdient, dass man ihn sponsort. Nur das Problem an der ganzen Sache ist halt, und das ist schade, dass er jetzt nicht so, ja, wie soll ich sagen? Ach, also wenn ich jetzt sage, Hanrizzle ist nicht dort sein, ne? Dann, nein, nein, ich meine. Ich hab's ja jetzt gesagt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen möchte. Er ist sympathisch, er macht gute Videos, er zeigt viel, aber es fehlt was. Es fehlt irgendwas. Ich kann das nicht in Worte fassen, aber vielleicht könnt ihr beschreiben, was ich sagen möchte. Er macht ja auch Livestreams auf Twitch, ab und zu checkt und Fidget, ich glaube auch. Ab und zu mal was anderes.
Und ja. Also er hätte es auf jeden Fall auch verdient, da von Playa, sag ich mal, unter die Lupe genommen zu werden, weil er halt auch schon übertrieben viele Jahre dabei ist. Die Aktivität ist nicht immer ganz so, ne, wie es sein müsste, um sich halt so etwas zu verdienen, sag ich jetzt mal. Das ist, denke ich mal, auch ein Hauptgrund. Aber ich meine, ja, meine Güte, der Junge hat jetzt ein Kind und ihr seht das auch bei mir. Was glaubt ihr, warum bei mir so lange keine Videos kamen? Weil ich wusste, dass ich nur Videos mache, wenn ich auch wirklich, wirklich, wirklich Zeit habe. Und auch richtig bereit dafür bin. Versteht ihr? Ich bin mir jetzt bei den Thumbnails noch gar nicht so sicher, ob ich die so lassen werde oder ob ich die ändern werde. Weil richtige Thumbnails zu erstellen, die ich auch richtig cool finde, die brauchen Zeit. Ja, und wenn ich da irgendwelche Fotos machen will von mir mit meiner Hackfresse drinne, dann brauche ich erstens Licht. Ja, ich brauche gutes Licht. Weil wenn ich von Tag bis Nacht arbeite, von morgens bis abends, dann habe ich scheiß Licht. Ja, ich stelle mich doch nicht 7 Uhr früh am Morgen ins Wohnzimmer, mache hier das Licht an und schieße irgendwelche verkrüppelten Fotos von mir und klatsche die dann so auf das Thumbnail und baller dann in 10 Minuten irgend so ein Scheißvideo raus. Ja, also von dem her, ihr wisst, was ich sagen will. So, das wird wohl heute ein XXL volles Programmvideo. So, das dauert dann wieder umso mehr zu rendern. Na, so. Jetzt, liebe Freunde. Das ist auch eines der besten Updates überhaupt. Ich liebe das Würfelspiel. Ich liebe es einfach. Man kriegt da so geile Sachen. Und auch hier jetzt, dass sie das erhöht haben, mal 2. Das ist Bombe, wirklich. Das ist echt nicht schlecht. Und wir werden jetzt mal ein bisschen würfeln. Und mal gucken, was wir da so rauskriegen. Ja. Oh, Alter, 500? Okay, was passiert, wenn ich jetzt nochmal zwei Stück bekomme? Was passiert dann nochmal? Ja, natürlich. Gewinn abholen, okay. So. Den Chat rausholen. Theo praktisch, huhu. Ja, ich habe viel zu zeigen und zu bereden. Und wenn ich was hasse, dann ein Video, das einfach nur schnell daher gequatscht ist. Okay, gut. Ich weiß nicht, wie viele Würfe haben wir noch? 3 von 10? Na, probieren wir es nochmal. Holz. Weiß ich nicht, will ich Holz? Seelen. Ach, bald gibt's ja... Ja, die Festung müssen wir noch angucken. Die Festung. Was mache ich denn? Machen wir mal Gold. Okay. 2000. Ist jetzt nicht die Welt. Schade. Mach mir mal die Sanduhren. Ui. Oh, 50 Sanduhren. Nice. Und Holz. Ja, nehmen wir noch gleich mit. Steine wären nicht schlecht. Weil die sind immer ein bisschen seltener. Okay. Oh, läuft. Zack, zack, zack. Nochmal würfeln. Komm, bitte, 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 bitte. Oh, wie viel? 2500. Ja, wie geil. Das ist ja geil. Eben, deswegen finde ich das Würfelspiel einfach so nice.
Es ist ein Spiel, es ist was Neues. Man hat den Hütchenspieler mit eingebunden. Man bekommt viel. Es dauert nicht so lange und ist nicht kompliziert. Und dann kommt der Arena Manager. Ja. Den haben wir schon immer gewollt. Ach, der arme Arena Manager, der muss leiden. Das ist schon Mobbing. Länger ist immer besser. Naja. Woher nimmst du die Info, dass die erste Rolle, die drin. Ich hoffe, ich finde heute Abend Zeit reinzuhören. Ja, würde mich freuen, denn ich habe da so ein paar Sachen über dich erzählt. Der wird safe heute Abend das Video gucken. Ah, und über dort sie auch. Bin ja sonst knapp ein Jahr auf YouTube. Nicht zu Wort gekommen. Ramster! Ramster, dein Ernst? Oh. Ich würde. Alter, was? Nein! Nein! Immer erst eine! Okay. Gut. Ich dachte eigentlich, man weiß das so. Und gerade auch Ramster. Das wäre ja geil, auf einmal alle Rollen, Alter. Boah, das wäre ja Bombe. Erstmal was trinken. So, jetzt aber. Nicht einschlafen. Bisschen was machen. Und zwar, es geht weiter hier bei der Festung. Aktuell. Schatzkammer 8, Akademie 3. Hätte ich jetzt erhöhen können zum Erfahrungspunkt-Event, wäre es natürlich geiler gewesen. Steine, Holz abholen. Ich baue gerade auf Stufe 10 aus, das ist gut. Kaserne auf 6, Arbeiterquartier auf 6, Holzfällerhütte auf 7, Steinbruch auf 6, Schützengilde 3, Schmiede 9, Magierturm 1 und Befestigung 4 und Edelsteinmine immer noch 1. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Kann ich euch sagen. So. Ich mache jetzt mal so ein paar Angriffe. Vielleicht kriege ich da hier wieder so ein paar gute Sachen. 3000 Holz. Ich gucke irgendwie immer auf das Holz. Weiß nicht. Schaut ihr dann. Wie ist es bei euch? Schaut ihr mal auf Holz und Steine oder. Nee, lohnt sich nicht. Oh. Ich gucke eigentlich immer nur auf Holz automatisch, aber das ist auch nicht schlecht. Wegen den Steinen. Gegner wechseln. Ja, gut. Angreifen. Na, kommt da noch was Gutes? Am besten so wenig Soldaten wie möglich verballern. Ja, hier zum Beispiel. Hier kann ich einmal. Boah, hier auch. So. Oh, ho, 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 ho. Mein Freund. Da verballere ich doch alle. So. Soldaten. Blub. Okay. Gut, was machen wir denn jetzt noch? Oh, das Glücksrad. Hätte ich beinahe vergessen. Probieren wir mal, was wir bekommen hier. Ach, Rucksack ist voll. Was ist das denn? Benutzen, benutzen, benutzen. Was mache ich mit dem Gürtel? Zerlegen, ja. Noch irgendwas ins Klo schmeißen. In die Toilette. Ja. Dann zerlegen. Das behalte ich noch auf.
Glücksrad, genau. 81.000, nice. Aber wie viel Gold man da kriegt, ne? Das ist mir auch aufgefallen, wenn Gold-Event ist und man bekommt fünfmal mehr Gold. Wenn man Glücksrad macht, ne? Ey, das ist brutal. Das ist richtig brutal, Alter. Das, hätte ich echt nicht gedacht, dass das so reinhaut. Also im Verhältnis zu den Quests, ne, das Gold, was man da rauskriegt. Abnormal. Ja, Gold, Steine. Drei Pilze. Und das letzte Mal drehen. Ich sag, wir bekommen ein Epic. Wäre auch so schön gewesen. So. Was mache ich damit jetzt? Die will ich eigentlich loswerden. Gegenstand zerlegen, zack. Und hier zerlegen, zack. Okay. Arena. So, ich kämpfe jetzt einfach mal. Mach mir einfach mal. Gegen den hier. Das ist ein Krieger. Ja. Schwer zu sagen. Also eigentlich, ich glaube, ich würde gewinnen. Ah, wobei, muss nicht sein. Ja, ganz knapp habe ich verloren. Gut. Ich mache jetzt einfach mal mehr Arena-Kämpfe. 25.000 Erfahrungspunkte. Okay. Einfach mal wahllos die Leute angreifen. Ja, toll. Super Gorgos. Ja, machst du richtig. Ja, genau. Ach so, verstehe. Stimmt, so war das. Ich bekomme nicht Erfahrung nach den 10 Angriffen, sondern immer pro Angriff. Alles klar. Gut. Habe ich ihn jetzt gerade angegriffen? Nein. Gott sei Dank nicht. Das wäre ja was geworden. Na, einmal noch. So. Okay. Glücksrad haben wir gemacht. Ehrenhalle, gucken wir mal, wie es aussieht. Oh, 304 Azuria, Universe 303, ja, läuft, ne, läuft. 85% SA, alles klar. Dann machen wir nochmal die Dungeons. Vielleicht skill ich noch ein bisschen. Und zwar, oder Moment mal, ich habe einen Ausdauerstein, 172. Tausche ich mal einen Stärkestein aus. Am besten den schwächsten. 161, 162, 160. So, packe ich mal den hier rein. Dann geht der andere flöten, aber was soll's. Weil dann habe ich ein bisschen mehr Ausdauer. So. Dann. Weil ich das Video gleich beenden werde, vorher noch ein paar Dungeon versuche. Das war der hier. Oh, ja, das. Ich sag ja, das war die Ausdauer. Oder vielleicht die Level-Ups halt auch noch, ne? Stufe 146. Ja! Super. Super. So, weiter geht's. Das ist ein Intelligenzgegner. Der ist auch drin. Müsste eigentlich. Na, gehst du? Gehst du?
Nee, da fehlt mir dann doch ein bisschen mehr Ausdauer noch. Ich kann mal jetzt gucken. Einfach just for fun. Ausdauer 280, die macht auch schon. Oh, die Spanne ist ganz gut. Eine Ausdauerwaffe. Ja, genau. Das ist es, was ich brauche. So, dann klatsche ich den rein und habe automatisch wieder mehr Ausdauer. Super. Dann probieren wir nochmal, nachdem ich noch ein bisschen Ausdauer gepusht habe. Boah, Alter, wie teuer. Wie teuer das schon ist mittlerweile. So, weiter geht's. Weil jetzt mache ich auch mehr Schaden und halte mehr aus. Das ist genau die perfekte Kombination, um sich mit Intelligenzgegnern anzulegen. Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Was ist denn da los? Na gut. Dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja hier irgendwo einen neuen Anhänger oder so. Blub, blub, blub. Oh, was ist das denn? Ah, nee, Geschick. Irgendwas Besonderes hier. Glück brauchen wir nicht. Also zumindest nicht den Wert Glück. Ausdauer. Ja, nee, ohne Sockel. Als Krieger bekommt man echt viele Ausdauer-Items. Das ist Fakt. So, ich könnte natürlich hier nochmal austauschen und Stärkestein reinballern. So. Jetzt ist das dann doch schon wieder ein bisschen besser. Festung, Intelligenzstein und weiter wird gesucht. Ach ja, neues Equip. Wieder ein bisschen. Helm. Nee, wieder Ausdauer will ich nicht. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's erstmal. Ach, immer dieses Ausdauer, Alter. Oh, was? 300 Stärke? Tschüss, Alter, was? Oh, da baller ich doch einen Sockel rein. Und zwar hiermit. Okay. Was mache ich denn dann da rein? Ja, gut. Stärkestein, ne? Oder ein Ausdauerstein. Gut. Ich mache Steingewinnung. Und baller den da rein. So. 1000 Punkte Unterschied. Das läuft ja, ne? Das läuft. So, was kann ich denn noch hier aufbessern? Das Schild. Ja, den Anhänger wollte ich eigentlich. Stärke, Stärke. So, Steingewinnung. Blub. Was ist das denn? What the fuck, Alter? Was? WTF? Alter. Zweimal 10 und einmal 100. Jau. Läuft. Läuft, Digga, läuft. Na, vielleicht klatschen wir doch noch ein paar Dungeons mehr. Ey, was ist da los? Alles klar. Ja, super. Den nehmen wir auch mit. Einfach so ohne Pilze. Den nehmen wir auch mit. Ne? Auch mitnehmen. Alles kaufen, was gut ist. Mitnehmen, mitnehmen. Wenn ich so überlege,
ein Skillpunkt kostet 22.000. 100 Sanduhren 17.000. Na, merkt ihr was? Da kaufe ich doch lieber die Sanduhren. Die bringen mir dann mehr. Mitnehmen. Ich meine, ich habe ja genug Kohle noch. Ja, okay. Ich glaube, ich nehme es zurück. Da ist er. Da ist er. Ach, scheiße. Stärke, Ausdauer. Da geht das Stärke-Ausdauer-Verhältnis kaputt. Dann bräuchte ich wieder einen Ausdauerstein. Guck ich mal. Guck ich mal, ob ich einen finde. Ja, da ist einer. Oh, Schwein gehabt, ne? Ach, das Video dauert ja noch länger als sonst. Aber nur 165 nur? Ach, egal. Besser ist nichts. 3,6, dann 5.000. Ah. Okay, würde ich sagen, lassen wir so. Dann. Ja, Schuhe. Ich weiß nicht. Gucken wir mal, ob wir noch ein besseres Schild finden. Schuhe und Schild. Nein, auch nicht. Oh, hier. Die sind nice. Dann brauche ich den. Ja gut, die 10 Pilze machen wir jetzt mal. So, jetzt ist aber mal gut hier. Wie viele Pilze sind wieder weg? 150 oder so? Dann werden wir mal probieren, wie es jetzt aussieht im Dungeon. Müsste ja jetzt eigentlich liegen. Also, safe sogar. Ja, komm. Oh, der war knapp. Ah. Junge, was ist los? Hey, das kann doch nicht wahr sein. Ach, da ist er. Oh, meine Güte. Warum musste der noch so viel Pilze gekostet haben? So, 4,6. Na, ich weiß nicht. Ob der... Bei dem scheitert es dann, glaube ich, an den Leben. Na, no, ich habe ihn besiegt. Oh. Und ich habe noch genau 6000 Pilze. Stufe 149. Was ist das für einer? Oh, Stärke. Oh, ich habe eine Epic-Waffe gekriegt, ne? Alter, was? Alter. Oh, das wird doch gleich wieder... Oh, das kostet aber wieder. Egal. Sockel, bam. Zack, den machen wir hier raus. Steingewinnung, bam. Rein damit. Dungeons. Jetzt machen wir auch wieder nochmal ein bisschen mehr Schaden. Oh, der ist echt noch gefallen, Alter. Okay, 151, nice. Und das ist ein Video. Einfach nice. So, der kann auch noch fallen, aber nur mit einem überdimensionalen Pilzeinsatz. Also ich sag mal so 1000 Pilze oder so. Oder sagen wir 800 Pilze. Ne, den lasse ich. So. Wir gucken jetzt mal im... Wie viel hat der? 4,9? Ja, der ist doch zu krass. Der ist noch zu krass. Hier vielleicht. Der ist ja jetzt auch eigentlich locker easy. Ja, ja. 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 Ja.
Mann, oh, warum geht das nicht mehr? Ah. So. Epische Schuhe. Ausdauer. Schau ich jetzt mal, was habe ich hier? Ne, da habe ich Ding drin. Was habe ich hier? Ausdauer. Ja, dann ist das doch besser. Gegenstand zerlegen. Bumm. Stärkering. In Kessel? Ja, läuft. Kriege ich sogar ein bisschen Gold mehr, wieder. Ist doch super. Machen wir das mal in die Toilette. Oder soll ich noch warten? Ich warte noch mal. Ich habe schon was reingeschmissen. Den Geschick. Oh, Alter, 100.000. Ja, läuft. Die Ringe geben dann so viel. Zerlegen. Blopp. Alter, man kann jetzt 15 mal zerlegen? Echt jetzt? Das ist neu, ne? Ist ja voll geil. Ja, gerade weil man halt jetzt auch hier im Schattendungeon dann so viel kriegt. Im Wirbelwindsturm so. Oh, was mache ich damit? Gegenstand zerlegen. Das hebe ich mir nochmal auf. Die Schuhe. Nee, lasse ich auch nochmal da drinnen. So, dann geht's weiter. Der ist auch erledigt. Stufe 152. Ich steige und steige und steige. Was ist das hier? Krieger. Ja, eigentlich müsste der auch noch fallen. Das. Oh, der war knapp. Oh, da war er down. Ich habe so schnell gedrückt, die Enter-Taste. Ich habe das gar nicht mehr mitbekommen. Noch ein stärkerer Krieger. Boah, das ist gerade. Oh, nee, nee, nee. Leck mich. Nein, nein. Hör auf. Oh, so hält das nie einen Monat. Nein. Aber Hauptsache, ich bin Stufe 152. Hauptsache das. Okay, gut. Dann kommt die weg. Und dann würde ich schon fast sagen, bin ich durch. Das Gold werde ich hier ein bisschen aufheben. Und ja, Turm nochmal probieren. Oh, wartet mal. Ich pack das mal hier rein. Hat die noch einen Slot über? Nee, hat sie nicht. Der Krieger auch nicht. Okay, Turm betreten. Nope. Der ist noch zu krass. Okay. Gut, dann war das jetzt auch ein bisschen Geballer am Ende. Und würde sagen, wir schließen mal ab. Für das Video soll es reichen. Das war jetzt, glaube ich, weiß nicht, wie viel. 4 Stunden oder so. 4 Stunden, was laber ich? 40 Minuten. 4 Stunden. Ich habe gerade auf mein Handy geguckt und habe weitergesprochen und habe ich anstatt 40 Minuten 4 Stunden gesagt. GG. Okay. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche. Mal gucken, wann ich dann wieder Zeit habe, Videos zu produzieren. Von dem her, macht's gut, Leute. Viel Spaß noch auf W50, wenn ihr spielen solltet. Und ja, bis dahin. Tschüss, ciao und bye bye.